Guten Tag, mein Name ist Captain Obvious und heute mit einer neuen Sendung News. Heute Obvious News, eine ganz spezielle Sendung, zusammen mit meiner altbekannten Freundin, die nie altert, Prinzessin Lilifee. Wir haben Sachen aufgedeckt, die bis heute keiner wusste und die ich euch heute in diesem Video zeigen werde. Schon die erste News ist eine Wahnsinns-News, die ihr so nicht gedacht hättet. Forscher haben jetzt herausgefunden, 2018 ist es endlich soweit. Studie belegt, Junkfood erhöht das Krebsrisiko, liebe Leute. Das ist absolute Sensation, die ich euch hier beibringe. Forscher haben endlich herausgefunden, dass Junkfood wissenschaftlich belegt die Krebsgefahr erhöht. Das kann doch nicht sein. Das hätte ich nie gedacht. In den ganzen Jahren, wie ich jetzt schon YouTube mache und mich mit Ernährung beschäftige, bin ich nie auf die Idee gekommen, dass Junkfood dafür verantwortlich sein könnte, dass die Krebsgefahr erhöht ist. Aber schauen wir mal rein. Also, jetzt auch wissenschaftlich bewiesen, dass Menschen, die viel Junkfood essen, entsprechend ein höheres Krebsrisiko hatten. Mann, das ist aber was, das sollten wir den Leuten da draußen lieber erzählen, bevor die noch weiter Junkfood essen. Ho, und was ist so alles mit dem Junkfood, also das Risiko an Krebs zu erkranken, warum 11% erhöht? Überlegen wir mal, so in diesen ganzen Fleischstudien, wo das verarbeitete Fleisch entsprechend auch ungefähr so 11% Krebserhöhung hatte, könnte man da eventuell auch von Junkfood ausgehen? Liebe Leute, das ist eine Sache, die muss die Wissenschaft 2025 erstmal herausfinden. Heute wissen wir aber, dass Junkfood wie Chips, wie verarbeitetes Fleisch, Hamburger oder auch alle anderen möglichen Sachen, die ihr da draußen so findet an Süßigkeiten und so weiter, euch dick machen und das Krebsrisiko natürlich dann auch erhöhen. Danke Wissenschaft! Aber Moment mal, da gibt es doch noch diese mediterrane Diät, die irgendwie gut sein soll. Na, Wissenschaftler haben jetzt herausgefunden, das ist die Sensation, dass in Griechenland, Italien oder Spanien die Leute viel weniger Fastfood, Junkfood essen. Könnte es vielleicht damit zusammenhängen, dass die mediterrane Diät dann vielleicht deutlich besser ist in manchen Fällen? Lass uns mal überlegen. Ich weiß es nicht. Prinzessin Lilifee, was sagst du dazu? Ich weiß es auch nicht. Prinzessin Lilifee weiß es auch nicht. Aber, liebe Leute, lasst die Finger von Junkfood. Und wenn das mit dem Fastfood noch nicht genug war, liebe Leute, haltet euch wirklich richtig fest. Captain Obvious hat was aufgedeckt, was ihr nie gedacht hättet. Eine aktuelle Studie, wo Milliarden wieder an die Forschungsgelder überwiesen wurden, damit diese Studie gemacht werden konnte. Diese Studie hat herausgefunden, dass Joghurt oftmals zu viel Zucker enthält. Das ist der Wahnsinn. Oder was sagt Prinzessin Lilifee dazu? Ich glaube, das ist der absolute Bringer. Forscher haben es endlich geschafft, hinten auf die Verpackung zu schauen. Nach all den Jahrzehnten. Das ist doch nicht wahr. Stellt euch nur mal vor, was in 20 Jahren der Fall sein könnte. Dann kommt eine neue Studie vielleicht raus, die euch sagt, dass in Haribo auch eventuell ein bisschen viel Zucker sein könnte. Das sind die neuesten Forschungsergebnisse, wo wir natürlich gerne unser Geld für ausgeben. Aber ihr glaubt, das war schon aus der Forschung. Aber Captain Obvious ist auf jeden Fall auf dem neuesten Stand. Denn auch Foodwatch und Marktcheck sind bei der Wissenschaft ganz neu mit dabei. 2018, Leute, 2018. Jetzt auch in Erfrischungsgetränken. Viele sind überzuckert. Das ist der Wahnsinn. Wer hätte das gedacht? Das kann doch nicht sein. Eine Cola, die pro Liter 120 Gramm Zucker enthält, die ist doch niemals überzuckert gewesen vorher. Da musste erst eine aktuelle Forschungsstudie ran, um das Ganze zu untersuchen. Das ist der, was hier einprasselt auf uns an Neuigkeiten. Das sind ganz neue Ansichten der Weltgeschichte. Fastfood ungesund. Joghurts mit Zucker ungesund. Joghurts enthalten viel Zucker. Und jetzt auch noch Erfrischungsgetränke. Das ist der Wahnsinn. Und liebe Leute, damit wir natürlich nochmal News raushauen können im Fokus Online, machen wir das Ganze nochmal unter einem anderen Titel. Geringe Nährwerte erhöhen die Krebsgefahr. Nicht mehr Fastfood, sondern geringe Nährwerte. Wer hätte das gedacht? Die Forschung ist wirklich so weit und die Medien sind tatsächlich 2018. Ich bin nie drauf gekommen. Hättet ihr das gedacht?
dass geringe Nährwerte und Fastfood die Krebsgefahr erhöhen oder das Risiko für Diabetes oder Übergewicht. Nee, das, wie kommen die auf so etwas? Aber selbst wenn wir nicht auf die deutschen Seiten schauen, sondern in die amerikanische Wissenschaft, oh Mann, ich hätte es nicht gedacht, selbst dort wurde gezeigt, dass entsprechend die verarbeiteten, frittierten Fastfood-Produkte dazu führen, dass die Leute übergewichtig werden, Bluthochdruck haben. Das ist zu viel. Das ist zu viel an Neuigkeiten, gerade heute in den News, in den News. Und ich hoffe, ihr habt endlich was gelernt. Ich habe euch die ganze Zeit was Falsches erzählt. Ich hätte euch niemals sagen dürfen, dass ihr Fastfood essen sollt den ganzen Tag und Cola trinken sollt und Fruchtzwerge essen sollt. Das hätte ich niemals machen dürfen, denn es erhöht wirklich die Diabetesgefahr und Krebs und alles Mögliche. Captain Obvious sagt Danke, schaut in die Videobeschreibung, wenn ihr mich unterstützen wollt. Schreibt in die Videokommentare, wie geschockt ihr von diesen Ergebnissen seid, der neuesten wissenschaftlichen Studien. Ich bin raus. Bis dann.